Sie fingen in unserer kleinen Stadt an zu trainieren. Ich brachte sie zum Treffpunkt in der alten, verwahrlosten Schülergaststätte. Wir stiegen durch die zerbrochenen Fensterscheiben ein. Wir waren rechts. Die alle. Einmal erwischten wir eine Gruppe Zigeunerinnen an den Mülltonnen. Wir vertrieben sie johlend bis ans Ende der Stadt. Der Jüngere und ich gingen nun fest miteinander. Dann kam ein älterer Typ aus Wismar. Er schenkte meinem Freund ein Sturmgewehr-Bajonett aus dem Zweiten Weltkrieg. Neben dem Versprechen, mir immer treu zu sein, war dies das Einzige, was er mir Jahre später zurückließ, als er spurlos verschwand. Da waren wir 17. Und ich wusste damals, das zeichnet unsere Rasse aus. Die ewige Treue.